Die Professur für Geschlechtergeschichte ist eine von mehreren Professuren am Historischen Institut der Universität Jena. Da gibt es auch osteuropäische Geschichte, mittelalterliche Geschichte, Geschichte der Neuzeit und viele andere Professuren. Und es gibt dort verschiedene Studiengänge, beispielsweise einen Lehramtsstudiengang Geschichte. Und all die Professuren bieten Veranstaltungen an, die die Studierenden der verschiedenen Studiengänge in der Geschichte besuchen können, so auch die Professur für Geschlechtergeschichte. Die derzeitige Inhaberin der Professur, Frau Mettele, macht beispielsweise Veranstaltungen zu Geschlechtergeschichte im langen 18. Jahrhundert oder zu geschlechtergeschichtlichen Perspektiven auf die Romantik. Und sie ist insbesondere dafür verantwortlich, alle Themen, die mit der Diskussion über Geschlecht zu tun haben, in die Studiengänge einzuspeisen. Der Präsident unserer Universität, Herr Rosenthal, hatte mich vor einigen Monaten gebeten, innerhalb der Fakultät einen Diskussionsprozess anzustoßen, mit dem Ziel, eine Professur zu identifizieren, die nach der Pensionierung des derzeitigen Stelleninhabers oder der derzeitigen Stelleninhaberin nicht wieder neu besetzt wird. Das hatte folgenden Hintergrund. Die Fakultät hat vor einigen Jahren eine Juniorprofessur für Digital Humanities eingerichtet, die für die ersten 6 Jahre finanziert wird aus dem Professorinnenprogramm der Bundesregierung, aus Mitteln des BMBF. Und mit der Einrichtung dieser Professur vor einigen Jahren hat sich die Universität gleichzeitig verpflichtet, die Professur nach Ablauf der Finanzierung aus Bundesmitteln aus eigenen Haushaltsmitteln zu finanzieren. Und schon damals war klar, dass die Fakultät würde eine andere Professur nicht nachbesetzen können. Die Universität erhält ja vom Land keine zusätzlichen Mittel für solche drittmittelfinanzierten Professuren. Das ist der Hintergrund. Ich habe diesen Diskussionsprozess innerhalb der Fakultät dann angestoßen. Die Fakultät hat eine Strukturkommission, die sich immer dann, wenn strukturelle Veränderungen anstehen, inhaltliche Schwerpunkte neu geordnet werden, mit dem Thema befasst, und habe die Strukturkommission gebeten, einmal herauszufinden, welche Professuren denn überhaupt für eine Nicht-Nachbesetzung in Frage kommen würden. Die Philosophische Fakultät, die ist sehr groß, sind 60, ich glaube sogar fast 70 Professuren, wenn alle Stellen besetzt sind. Und die Strukturkommission hat dann die gesamte Fakultät in den Blick genommen und geprüft, welche Professuren für eine Nicht-Nachbesetzung in Frage kommen würden. Das war zu Beginn ganz ergebnisoffen. Man hat verschiedene Kriterien zu entwickeln versucht. Man hat zum Beispiel gesagt, es sollte auf gar keinen Fall eine Professur nicht nachbesetzt werden, wenn dadurch das Angebot eines Studiengangs oder gefährdet ist oder wenn man einen Studiengang einstellen muss. Man hat dann auch geschaut, wie sind die einzelnen Institute unserer Fakultät. Es gibt das Historische Institut, es gibt das Germanistische Institut, es gibt das Institut für Philosophie und viele, viele andere Institute. Man hat dann geschaut, wie sind denn die einzelnen Institute personell ausgestattet. Da gibt es Institute, die unter Personalnot leiden, weil sie sehr viel nachgefragt werden von den Studierenden. Und dann hat man gesagt, wir können auf keinen Fall an einem Institut eine Professur nicht nachbesetzen, wo wir sehr viele Studierende haben und ohnehin es schon schwierig wird, die Studiengänge auszufüllen. Also das gilt beispielsweise für das Institut für Anglistik, gilt auch für die interkulturelle Wirtschaftskommunikation und Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. Das war also ein zweites Kriterium, dass man gesagt hat, wir können nur da etwas kürzen, wo das Angebot im Grunde ganz gut ist. Und ein dritter Gesichtspunkt bestand darin, sich zu fragen, fallen Inhalte weg? Nun muss man die ganze Thematik nicht beschönigen, egal welche Professur man streicht. Es ist immer so, dass Inhalte wegfallen, aber man hat sich die Frage gestellt, wie kann das, wo kann der Wegfall vielleicht gut kompensiert werden? Und gibt es andere Angebote, die den Wegfall des Inhaltes
ausgleichen. Und am Ende war es dann so, dass diese Strukturkommission auf zwei Professuren aufmerksam geworden ist, wo man gesagt hat, die könnte man gegebenenfalls nicht nachbesetzen. Das war zum einen die Geschlechtergeschichte und zum anderen die Professur für Mittellatein. Die wurden dann von der Strukturkommission in der Empfehlung an die Fakultät genannt, dass da die Fakultät darüber nachdenken könne, diese beiden Professuren, also eine von beiden, nicht nachzubesetzen. In der Strukturkommission war das ein relativ kontroverser Diskussionsprozess. Strukturkommission bestand aus verschiedenen Mitgliedern der Fakultät, darunter waren auch Mitglieder des Historischen Institutes, was ja jetzt am Ende betroffen war. Es gab auch ein studentisches Mitglied in der Strukturkommission, einen Platz für ein studentisches Mitglied. Das studentische Mitglied ist allerdings zu keiner der Sitzungen erschienen, obwohl wir von Seiten des Dekanats immer wieder angerufen haben, Mails geschrieben haben, das studentische Mitglied auch immer informiert haben, wie die Diskussionen verlaufen sind und worum es geht. Dann wurde das Ganze öffentlich, ich denke, es wird so Ende Mai gewesen sein, da hatte mir die Strukturkommission signalisiert, ja, entweder Geschlechtergeschichte oder Mittellatein. Sobald ich davon erfahren hatte, habe ich die betroffenen Institute verständigt, das Institut für Altertumswissenschaften und das Historische Institut. Und ab da war eigentlich auch das Thema in der Öffentlichkeit der Fakultät, in der Diskussion. Die Strukturkommission hat die Institute noch einmal zu Gesprächen eingeladen, damit auch Gelegenheit gegeben wird, die Wichtigkeit der Professur noch einmal darzulegen und damit vielleicht zusätzliche Überlegungen eingespeist werden, ob man sich am Ende doch eher für die Geschlechtergeschichte oder das Mittellatein entscheidet. Es wurde viel bei üblichen Fakultätsveranstaltungen, wurde am Rande immer wieder mal das Thema angesprochen, und dann war es so, dass im Juli im Fakultätsrat dieser Diskussionspunkt auf der Tagesordnung stand und es gab auch eine Beschlussvorlage für den Fakultätsrat. Der Fakultätsrat, das ist ein gewähltes Gremium der Fakultät, da sind Mitglieder aus allen Instituten und allen Statusgruppen, die dann sozusagen in repräsentativer Funktion diese Abstimmungen demokratisch durchführen. Es gab dann im Fakultätsrat eine lange Diskussion, eine sehr kontroverse Diskussion. Nehmen wir nun die Geschlechtergeschichte oder aber das Mittellatein. In dieser Diskussion wurde auch von einem Mitglied des Fakultätsrats noch ein Antrag gestellt auf eine Verschiebung der Abstimmung über die Frage, welche Professur wird nicht nachbesetzt. Dieser Antrag fand keine Mehrheit. So kam es dann dazu, dass tatsächlich in der betreffenden Sitzung abgestimmt worden ist und die Mehrheit der Mitglieder des Fakultätsrats hat sich dafür entschieden, die Professur für Geschlechtergeschichte nicht nachzubesetzen. Einige Gründe, die dabei eine Rolle gespielt haben, waren, dass man gesagt hat, ja, es wird ein Inhalt wegfallen, aber die Fakultät kann das sehr gut kompensieren, weil es auch an vielen anderen Stellen der Fakultät Geschlechterforschung gibt. Klar wird durch den Wegfall der Professur das Angebot möglicherweise ein bisschen kleiner, aber es gibt an der Fakultät auch in anderen Instituten Geschlechterforschung. Ich nenne da vielleicht nur einige Beispiele. Am Institut für Philosophie gibt es ein großes Projekt über Rassismus und Sexismus in der deutschsprachigen Philosophie. Und selbst am Historischen Institut gibt es auch außerhalb der Professur für Geschlechtergeschichte Arbeiten zur Geschlechtergeschichte. Zum Beispiel ist es so, dass die Kollegin Frau Siebenhühner sich mit geschlechtergeschichtlichen Themen beschäftigt und zu geschlechtergeschichtlichen Fragen publiziert. Sie hat auch eine Mitarbeiterin, die als Schwerpunkt Geschlechtergeschichte angibt. Aber auch an anderen Instituten, Institut für interkulturelle Wirtschaftskommunikation, gibt es den Kollegen Vatter, der ebenfalls Geschlechterthemen bearbeitet. An dieser Abstimmung waren alle Statusgruppen innerhalb des Fakultätsrats beteiligt, also auch die Studierenden haben dort mit abstimmen können. Es gibt insgesamt 4 Plätze
für Studierende im Fakultätsrat. Allerdings muss ich sagen, dass es uns in den letzten Semestern nicht gelungen ist, diese Plätze alle zu besetzen. Es fanden sich nicht genug Studierende, um in den Fakultätsrat zu gehen. Und im letzten Semester waren nur 2 Plätze von Studierenden besetzt. Die haben aber beide mit abstimmen können. Im Zusammenhang mit der derzeitigen Diskussion über die Geschlechtergeschichte ist es ja so, dass die Studierenden, die den Hörsaal besetzt haben, mehr studentische Mitbestimmung fordern. Das ist eine Frage, über die man sicher diskutieren kann. Das Hochschulgesetz erlaubt uns jedenfalls nicht, mehr Plätze zu vergeben. Und ich muss an der Stelle einfach auch einmal sagen, dass die Studierenden im vergangenen Semester nicht einmal die Mitbestimmungsrechte wahrgenommen haben, die ihnen möglich gewesen wäre, weil sie eben nur 2 Studierende entsenden konnten und nicht 4, was im Prinzip ja auch gegangen wäre. Ich will da einige Beispiele nennen aus diesem Semester. Da gibt es eine Lehrveranstaltung zum Thema Gender Trouble, Aushandlung von Geschlecht, Körper und Sexualität in den Bildkünsten der Neuzeit. Es gibt eine Veranstaltung zu Feminism in Science Fiction. Es gibt eine Veranstaltung zu Philosophinnen, zu Geist und Körper. Da geht es tatsächlich nur um Philosophinnen, um Frauen, die sich mit dem Geist-Körper-Problem beschäftigt haben. Es gibt dann eine Lehrveranstaltung zum Thema Haushalt und Familien in der frühen Neuzeit. Das wird sogar am Institut für Geschichte bzw. am Historischen Institut angeboten, außerhalb des Teams von Frau Mettele. Dann gibt es eine Veranstaltung zur Hexenverfolgung in Thüringen. Es gibt eine Veranstaltung zu Femmes Fatales im langen 19. Jahrhundert. Es gibt eine Veranstaltung zu Maria Pawlowna von Sachsen, Weimar, Eisenach, Diplomatin, Landesmutter. Das sind so einige Beispiele, die zeigen, dass Geschlechterthemen in vielen Lehrveranstaltungen vorkommen. Und natürlich ist es so, dass die Studierenden, welche diese Veranstaltung besuchen, auch zu diesen Themen Hausarbeiten schreiben können, gegebenenfalls auch Abschlussarbeiten oder Promotionen. Mir ist gerade in den letzten Wochen eine Promotion untergekommen, die jetzt als Projekt anfängt. Da geht es um Frauen am Hofe des Papstes. Die ist angesiedelt am Historischen Institut, wird allerdings nicht von Frau Mettele, sondern von Herrn Hack betreut, der Professor für mittelalterliche Geschichte ist. Und auch bei ihm kann man zu geschlechtergeschichtlichen Themen Arbeiten schreiben, wie dieses Beispiel zeigt. Über die Frage, ob die Nicht-Nachbesetzung der Geschlechtergeschichte als politisches Signal wahrgenommen werden wird, ist natürlich auch schon in der Strukturkommission, aber auch im Fakultätsrat diskutiert worden. Die Fakultät war der Meinung, dass man das nicht zur Grundlage einer Entscheidung machen sollte, sondern dass Sachkriterien hier den Vorrang haben. Die Fakultät muss sich einfach frei entscheiden können, welche Professuren sie nachbesetzt, welche sie nicht nachbesetzt, welche Inhalte sie weiterentwickelt, welchen Inhalten sie in anderer Form einen Raum zu geben versucht. Da sollten politische Auffassungen letzten Endes keine Rolle spielen. Gerade darin besteht ja die Freiheit der Wissenschaft, die ich für ein wichtiges Gut halte, dass die Wissenschaftler selber eben über solche Fragen entscheiden können. Nun ist es so gewesen, dass in der Presse eine Nähe unterstellt wurde zwischen der Entscheidung des Fakultätsrats und politischen Bestrebungen der AfD. Da kann ich nur sagen, ich halte diese Hinweise für an den Haaren herbeigezogen und es handelt sich um Versuche, die Entscheidung der Fakultät schlecht zu machen. Die Entscheidung der Fakultät hat überhaupt nichts mit dem voraufgeklärten und traditionalistischen Geschlechterbild der AfD zu tun. Es gibt ja sehr viel Geschlechterforschung an der Fakultät und ein Ziel der AfD besteht darin, die Genderforschung insgesamt abzuschaffen, weil die Vertreter und Vertreterinnen der AfD der Auffassung sind, dass Genderforschung keine Wissenschaft ist, sondern Ideologie darstellt. Und das ist eine Auffassung, die niemand in dieser Fakultät teilt und die auch völlig abwegig ist. Insofern denke ich, müssen wir über dieses Thema, spielt die Fakultät da der AfD in die Hände, gar nicht weiterreden. Natürlich würde ich mir wünschen, dass auch die Professur für Geschlechtergeschichte
nachbesetzt werden kann. Aber die Welt ist keine Wunscherfüllungsmaschine. Die Realität sieht eben so aus, dass die Fakultät Mittel einsparen muss. Und noch einmal will ich betonen, dass die Entscheidung der Fakultät in einem demokratischen Verfahren zustande gekommen ist. Und da wünsche ich mir auch von allen Studierenden, dass die Entscheidung des Fakultätsrats akzeptiert wird. Hätte die Fakultät plötzlich die Mittel, die Professur weiter zu finanzieren, spräche überhaupt gar nichts dagegen, das auch zu tun. Aber diese Mittel hat die Fakultät nicht und deshalb müssen wir uns mit dem Ergebnis abfinden und müssen es hinnehmen. Ich wünsche mir aber auch und bin da ganz zuversichtlich, dass die Geschlechterforschung weiterhin einen guten Ort hat an der Universität Jena. Und wenn ich in unsere Fakultät schaue, dann denke ich, dass wir da viele diesbezügliche thematische Dinge weiterentwickeln können.